gebe ich mir nicht mit Hakenbein. So, wir haben jetzt alle zusammengepackt und jetzt gibt es die Tagesstruktur erklärt. Gut, die Päcke sind soweit verpackt. Wir sind hier gleich in Abmarsch-Stimmung. Und Lola ist wieder mit am Start. Lola ist auch wieder am Start. Verspätet heute Nacht mit Sven, Caro und Andrea. Andrea angekommen, weil Andrea Verletzung am Fuß, ganz viel Gepäck. Kannst halt nicht so schnell laufen dann, ne? Okay. Sven, Caro auch noch bei den letzten Maßnahmen, um dann halt marschbereit zu sein. Dann gibt es gleich eine Einweisung in die Lage und dann wollen wir anfangen und trainieren. So, wir haben jetzt alle zusammengepackt und jetzt gibt es die Tagesstruktur erklärt. Die Situation ist wie folgt: Einer von unseren eigenen hat den Spot hier nicht erreicht. Ich habe eine Koordinate, wo das letzte Lebenszeichen von dem Kameraden abgesendet wurde. Und jetzt heißt es, so schnell wie möglich diese Koordinate zu erreichen und im Anschluss die Situation auszuwerten bzw. abzuarbeiten. Das heißt, Rucksack aufsetzen, nach Rucksack aufsetzen werde ich eine Karte rausgeben. Auf der Karte wird als erstes Koordinate eingetragen, Karte ausrichten und zusehen, dass wir die grobe Marschrichtung hin haben. Eventuell versuchen wir über Wege erstmal möglichst nah an die Koordinate ranzukommen, um dann möglichst kurzfristig ins Gelände dann abzuschweifen. Das heißt, wir werden versuchen, so wenig wie möglich durchs Gelände zu gehen, um so schnell wie möglich zum Ort selber zu kommen. Also tatsächlich ist die Navigation jetzt bei mir, ich bin gerade ganz froh, wir haben das alles irgendwie auf der Karte markiert, ist tatsächlich nicht so schwer. Verkacken könnte ich es trotzdem. Wir versuchen es mal. So, sind pünktlich in den Marsch gegangen, haben sich abgesprochen, jeder hat seine Aufgaben. Ganz cool. Was ist da, um Grundstück, Flurstücke abzukennzeichnen, Landesgrenzen zu markieren oder die Kondensationsvorteile? Also wirklich hier, der und da machen Sie dann wieder die Messung. Ja? Aber ich glaube, unser Bruder braucht Hilfe, lass uns weiter. So, eventuell haben wir jetzt den Verletzten gefunden. Ist schon sehr, sehr koordiniert hier alles, finde ich sehr, sehr gut. Mal schauen, ob es was da abgeht. Wenn wir Glück haben, haben wir den Verletzten. Das sieht mir aber danach aus. Der ist ja auch schlau und bewandert. Der wird es markiert haben, den Weg. Oh. Pass auf hier mit den Bäumen. Ja, wir haben ihn. Er ist kalt, er ist okay, Verletzungsmuster ist, da ist ein Ast runtergekommen und hat ihn das ganze Bein vertrümmert. Zyanose und ist nicht mehr richtig ansprechbar. Ist also recht somnolent, das heißt leicht weggetreten. Viel Spaß. Ganz leicht ansprechbar, der ist wahrscheinlich unterkühlt. Andere Verletzung noch? Naja, okay, dem Blaumann könnt ihr übrigens, also alles was blau ist, könnt ihr aufschneiden. Also wenn du meine Achsel aushältst, dann machst du wirklich gar nichts mehr. Ich halte ihn. Also einmal hier raus. Okay. Nee, aber hier ist das verletzte Bein? Ja. Also ich habe auch gedacht, das wäre mir jetzt auch egal. Damit das möglichst wenig Bewegung hat. Ja. Oder beim... So. Wenn er frei tut, weg. Du bist aber auch frei, als man denkt. Eins, zwei, los. Stopp, halten. Oh, die jetzt hat er wirklich eine Freude. Also es fühlt sich alles wie Wirbelsäule an. Aber kein Piss und kein Schiss. Danke schön. Nein, wundert mich auch nicht. Da hinten werden immer wieder diese Tragesysteme nachgebessert. Ich zeige euch später mal, wie wir das gestaltet haben. Und zwar wurden links und rechts in den Plan, auf der Boris liegt, Äste reingetan und in der Plane verrollt quasi, sodass man das gut tragen kann. Ich stehe hier gerade und mache die Navigation. Bis auf so ein, zwei Punkte muss ich echt sagen, klappt das auch wirklich verhältnismäßig gut, hätte ich gar nicht gedacht. Freut mich auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt noch ungefähr 500 Kilometer bis zum nächsten Wegpunkt. Und ich denke mal, dass sie dann diese Aktion da hinten auch bleiben lassen. Weil das für Boris auch super unangenehm ist. Die haben sich vorgenommen, Kilometer wollen sie tragen. Genau. Geile Aktion. Geil. Tatsächlich habe ich es hinbekommen. Ich habe die nicht in die Irre geführt. Wir sind am Lagerplatz. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und mein Vater tatsächlich sehr dankbar, der mir damals gezeigt hat, wie man zumindest einen Atlas liest. Und mit Karten ist es ja nichts anderes. Trotzdem muss ich mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Wir sind gerade dabei, aufzubauen. Alles? So, hier werden Lauritz, ich und der Esel nennt sich zuletzt Lauritz, Boris und meine Wenigkeit schlafen. So, Lager von eigentlich allen steht. Dirk, Boris, Lauritz, ich. Da drüben Julian und Robin. Da unten, wem was gehört, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Caro und Sven. Andrea sortiert noch und Sven macht Holz. Caro macht Holz. Hier brennt schon das Feuer. Wir haben jetzt Feuer an. Tatsächlich sogar zwei. Wir sind heute sehr verschwenderisch, aber was soll's. Jetzt geht's zum gemütlichen Teil des Abends, über ein bisschen was essen, ein bisschen schnacken noch und dann geht's auch ab ins Bett. Am Morgen wird, glaube ich, krass. Bin gespannt. Ja, für euch vielleicht nicht. Julian guckt ganz kritisch, so von wegen krass, aber ich glaube, für uns wird's krass. Wir machen es nur ein bisschen kalt. Wir machen es, also für morgen, es wird ein bisschen kalt. Ich glaube, euch wird selbst beim Zugucken kalt bleiben. Guckt euch das an. Für heute erstmal gute Nacht. Morgen. Ich bin noch ein bisschen traurig. Ich bin noch ein bisschen heulen. Nee. Wegen gestern oder weil was heute kommt? Weil was heute kommt. Alles klar. Guten Morgen. Ah, ja, heute ist der letzte Tag. Ich übernehme mal kurz den Satz von Boris. Die Medics werden uns heute noch ein bisschen quälen. Da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Es ist eigentlich auch ein bisschen schizophren, sich auf das zu freuen, was kommt. Es kann nicht normal sein, sich darauf zu freuen. Das sagt wahrscheinlich viel über mich aus. Aber heute Abend gibt es dann ja, Grillen und ein Abschlussgetränk. Völlig alkoholfrei. Wie immer. Nein. Wo drauf? Ernsthaft? Nein, auf deinem Ehering. Boris. Wäre doch besser im Müll gewesen. Jetzt weißt du, warum es unbequem war. So, ihr Lieben, nochmal guten Morgen. Jetzt direkt ein bisschen frischer und agiler. Ich habe noch gar nicht erwähnt, das möchte ich jetzt nochmal kurz machen. Wir haben uns für dieses Event, um uns gut auf unseren Trip vorzubereiten, auf das Hauptevent, haben wir jetzt gesagt, wir versuchen alle mit 1500 bis 1800 Kilokalorien klarzukommen. Das, was man zwischendurch findet, Lauritz filmt mich gerade, ja. Alles, was man zwischendurch findet, darf man halt quasi mitnehmen. Ich habe mir den ersten Tag, als wir losgelaufen sind, waren Äpfel irgendwie, mehrere Äpfelbäume. Ich habe mir von welcher eingepackt. Das war auch gar nicht schlecht, weil wenn man unterwegs ist und marschiert und dann sein Essen irgendwie gut verstaut hat, kommst du auch nicht immer dran. Das war eigentlich eine ganz gute Hilfe. Aber generell versuchen wir halt, wie gesagt, mit 1500 bis 1800 Kilokalorien klarzukommen. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Tatsächlich ist es aber so, ich hatte nicht so die krasseste Zeit, um mich vorzubereiten. Jetzt einfach nur irgendwie Schwarzbrot mitgenommen und Corned Beef. Und habe dann hier gestern Abend gestanden, als alle irgendwie sich was Warmes gemacht haben. Wow, traurig, aber es ist eine tolle Truppe, ich habe was abbekommen. Trotzdem esse ich tatsächlich weniger, als ich erwartet hätte, dass ich benötigen würde. Es ist eine coole Erfahrung. Später geht es jetzt noch runter zu einer Kälteerfahrung. Also wir möchten uns alle weitestgehend auskühlen. Wir haben die Medics dabei, es wird alles betreut und beobachtet. Ich fühle mich da recht sicher, aber die Herausforderung ist schon krass.
Ich zum Beispiel werde das so machen, ganz, ganz dünne Socken an, eine Boxershorts, die ich mir extra gekauft habe, und ein T-Shirt, und dann legen wir uns unten ins nasse Gras. Weiß jemand, wie viel Grad wir aktuell haben? 10. Aktuell 10 Grad, ne? Aktuell tatsächlich 10 Grad, aber ich denke, das reicht auch, wenn man im nassen Gras liegt, um sich wirklich runterzukühlen. Heute Abend geht es dann zum gemütlichen Teil über, wir werden grillen und einfach irgendwie das eine oder andere Gerstengetränk zu uns nehmen und so ein bisschen sinnieren über die Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben. Eigentlich auch schade, dass es bald wieder vorbei ist, es ist echt schön mit den Leuten, macht Spaß. Auch Lauritz, der da neu dabei ist, der zeigt uns gleich, welche Pilze man essen kann. Die hier wachsen aber auch in unseren Zielgebieten, wo dann unser Hauptevent stattfinden soll. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Wir haben jetzt gerade von Lauritz eine Einweisung in das Thema Pilze bekommen. Wir sind jetzt auf der Suche nach Pilzen. Wir haben uns auch erklärt, wo wir eventuell was finden. Hier habe ich zum Beispiel einen, der erst mal wäre. Na, vielleicht auch nicht, der hat eine rote Kappe. Ich weiß nicht genau, ich werde das mal eruieren später mit Lauritz. Einen habe ich gefunden, gleich der erste, den ich gefunden habe. Also meine Finger nehme ich jetzt nicht mehr in den Mund. Mal gucken, was wir sonst noch so finden. Ich bin auf jeden Fall super interessiert. Und hier stehen Pilze ohne Ende. Wenn man gezielt danach sucht irgendwie, findet man sie nicht. Hatte ich jetzt das Gefühl. Gestern habe ich gedacht, oh, da ein Pilz, da ein Pilz, da ein Pilz. Und jetzt ist so, wo sind sie? Mal gucken, ob ich mein Töpfchen voll bekomme. Der nächste giftige Pilz. Also alleine Pilze suchen werde ich wahrscheinlich so schnell nicht. Ich glaube, es gibt einen, da geht es auch schon los. Glauben und Wissen, den ich unterscheiden kann. Davon habe ich aber noch keinen gesehen. Das ist die Marone. Ist wahrscheinlich ein Anfängerpilz, weil, so glaube ich zumindest, also aus meinem Gefühl heraus, weil man den relativ gut bestimmen kann. Mal gucken, was wir noch so finden. Ich hoffe, mein Topf bleibt nicht leer. Und ich hoffe, ich bleibe am Leben. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier wohl eine absolute Delikatesse gefunden. Beziehungsweise ich habe mich dann aufgedrängt, als ich Pfifferling gehört habe. Also wir haben hier tatsächlich irgendwie Pfifferlinge gefunden. Wir werden nachher mal gucken, ob man die alle noch genießen kann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, Lauritz hat jetzt hier Bluttäublinge gefunden. Ich habe schon gesagt, ich könnte das jetzt nicht unbedingt von einem Fliegenpilz unterscheiden. Also für mich wäre das wirklich, ich würde stehen lassen, weil ich denken würde, okay, könnte Fliegenpilz sein. Genau, also man kann es ja hier sehr gut erkennen. Mhm. Diese weißen Punkte, das sind allerdings Anfraßstellen von Schnecken. Mhm. Normalerweise ist die Kappe durchgängig rot, glatt, und Klassifikation, also Bestimmungsmerkmal von denen ist, der hat einen hohlen Stiel. Okay, ja. Und der ist sehr brüchig, ja. Genau wie bei den Lamellen. Du kannst mit den Fingern drüber gehen und die Lamellen brechen sofort. Ja. Mhm. Und sind nicht besonders stabil. Und das sind die Bestimmungsmerkmale von den Täublingen. Das Wichtigste bei den Täublingen ist bei jedem Täubling so, wenn du mit den Fingern über die Lamellen gehst, die brechen. Darf ich mal? Ja, mach mal bei dem Großen hier. Ja, merkt man sofort. Also damit sind es, sofort, damit sofort fühlst, hier. Die brechen ganz leicht. Ja. Und das ist ein klassisches Bestimmungsmerkmal für Täublinge. Okay, das ist bei Fliegenpilzen dann halt nicht so. Nicht so. Gut. Nee. Und die haben ja wirklich eine rote Huthaut. Die haben ja auch richtig dunkel mit weißen Pocken quasi drauf. Genau. Ne? Und okay. Die haben so Erhebungen oben drauf. Die Punkte, ja. die sind alle erhaben. Okay, gut. Und hier ist er mehr eingedüllt. Ja, ja, stimmt. Meine Ausbeute ist tatsächlich nicht sonderlich groß. Die anderen haben unfassbar viel gesammelt. Ich habe da scheinbar echt nicht so das Pilzauge. Oder ich weiß es nicht. Ich habe vor allen Dingen die ganze Zeit Nebelkappen gefunden, ohne Ende Nebelkappen, die ich halt jetzt nicht essen würde. Lauritz sagt, manche reagieren nicht gut drauf, manche können es ab. Ich werde es nicht ausprobieren. Ja, jetzt geht es erstmal wieder zurück ins Lager und dann, ja, dann wird es kalt. Sehr kalt. So, wir haben offiziell eine Macke. Wir legen uns jetzt hier wirklich halbnackt ins Gras für 10 Minuten. Wir haben eine völlige Macke auf jeden Fall. Also ihr habt gesehen, wie viel Grad wir haben, und wir legen uns jetzt hier echt für 10 Minuten ins nasse Gras. 3, 2, 1, oh mein Gott. Und drehen. Ernsthaft jetzt, wir drehen uns? Ja, wir drehen uns. Oh nee. Boris, du warst... Oh, Entschuldigung. Boris überdreht mich. Ich habe jetzt mal richtig einen in die Fresse gekriegt, aber das macht überhaupt nichts. Es tut mir so leid, Boris. Okay, ich habe Boris getreten.
Okay, Stevie. Kein ganzes Lied, habe ich doch gesagt. Dann lass es, stell dich hin. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist es wirklich kalt. Jetzt ist es wirklich kalt. Jetzt ist es. Ein bisschen. Mega geil. Wie neu geboren, oder? Das ist eine ganz gute Übung. Jetzt mit dem Wasser wird nochmal ein Schuh draus, glaube ich. Ne? So und so in der Wiese hat das jetzt den Effekt noch nicht gebracht. Aber jetzt wird's cool. Ich hätte auch gedacht, der Boden aus der Wiese zieht eigentlich mehr Wärme raus. Das war chillig. Das war entspannt. Geil ist auch, eher so mit 2 Meter rund und nicht so blank. Ja. Das ist leer gut, ne? Wieder oben. Wenn ich mindestens 20 Abos kriegt dieses Video, dann war es nicht leer. 20? Du meinst wohl 50? Ich film nur mich. Keine Angst. Die Kamera nass, alles nass. Aber hey, ne? Euch darf ich ja auch filmen, ne? Ja. Hey Leute, diesmal ist echt ein Traum drin für so ein und Lola Video, wenn wir uns hier so zum Kasper machen. Das ist so geil. Ich bin das haben alle mitgemacht. Es wird weiter kalt, ja. Es ist nass. Das ist wirklich kalt. Bisschen gönnen wir uns jetzt noch. Echt kalt. Also klitschnass. Man sieht das hier. Klitschnass bis runter. Ist schon nicht wenig, oder? Das ist richtig klitschnass. Aber nicht das Holz, was sein. So, jetzt geht es darum, ein 5-Minuten-Feuer hinzukriegen. Ich hoffe, wir filmen jetzt hier niemanden, der es nicht möchte. Funktioniert. Jetzt müssen wir es füttern. Ich finde es halt ganz gut. Hier wird das leckere Essen zubereitet oder vorbereitet, sagen wir es mal so. Da hinten auch. Oh, die Hungerphase ist vorbei. Das Essen läuft mir im Mund zusammen. Nee. Also das Wasser läuft mir echt im Mund zusammen. Ich habe richtig Bock drauf. So, wir machen jetzt hier gerade unsere selbst gesammelten, wie heißen die Pfifferlinge? Welche? Trompetenpfifferlinge. Trompetenpfifferlinge. Ich bin ja mal gespannt. Ah, es sieht gut aus. Freue ich mich drauf. Oh, die Pfifferlinge waren geil. Das hier sind jetzt die Semmelstoppler. Freue mich auch sehr drauf. So Leute, ich sitze im Auto. Ich habe offiziell einfach übertrieben mit wenig Essen. Ich habe gerade da gestanden und musste mich echt an Andrea festhalten, weil mein Körper so... Ich sage, Andrea, lass uns schnell ins Auto. Ist auch noch nicht ganz vorbei, aber damit ist das Video zu Ende. Übertreib's nicht mit dem Nicht-Essen und viel Laufen. Ich habe echt, glaube ich, echt weniger gegessen, als eigentlich angedacht war. Jetzt macht mein Kreislauf echt gerade... Puh, ach ja. Also, bis zum nächsten Video, ihr Lieben.